Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Jagdvlog. Ich nehme euch die nächsten 2-3 Tage mit auf die Jagd nach Sika, Schwarzwild oder Muffelwild. Primäre Ziel ist auf jeden Fall Sika. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was kommen wird. Wir sehen uns gleich auf dem Hochsitz. So, wir sind jetzt auf dem Hochsitz und es ist einfach so ein schöner Hochsitz. Ein paar von euch werden es vielleicht noch kennen von letztem Jahr. Richtig schön die Aussicht hier. Weite Schussdistanzen, aber einfach nur schön. Oh, ich sehe schon Wild ganz oben. Ich muss schnell die Kamera aufbauen. Das Wild war schneller weg, als ich gucken konnte. Aber dafür ist jetzt ganz oben eine Katze. Aber immerhin Anblick. Zwecks Schussdistanzen sieht das Ganze wie folgt aus. Also die Grenze ist bei so 200 Metern. Sprich zwischen der Buschreihe und dem Busch da vorne. Bejagt wird auf jeden Fall weibliches Rehwild, Kitz und Geiß und Sauen. Also wenn wir Glück haben, hier vor uns ist ja ordentlich gebrochen, also vielleicht kommen welche. Aber das primäre Ziel wäre natürlich genial, wenn wir einen Sika-Kalb erlegen könnten. Also Daumen sind gedrückt. Schauen wir mal, was wir so einen Anlauf haben werden. So, gerade aus dem Wald oben ausgetreten. Ist jetzt ein Rudelsika vor uns. Spontan zähle ich 2 Kälber. Ich hoffe, man sieht überhaupt auf der Kamera noch was. Es ist schon sehr dunkel, aber noch ist Licht da. Oh. Okay. Jetzt ist es noch ein Kalb. Das ist hier gerade mit dem Kalb nach rechts gezogen. Ich habe so das Gefühl, die ziehen, die werden nach links ziehen, ja. Ich mach mich mal ready. Wenn sie so weiterziehen, perfekt. Also schön breit, aber noch sind Äste davor. So, ich habe gerade mal das Licht angemacht, damit man mich sieht. Jetzt ist auch das letzte Licht weg. Weit mein Seil. Es hat gepasst. Direkt am ersten Abend. Wahnsinn. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich hin und bergen das Stück. Ich bin gespannt, was man überhaupt auf der Kamera gesehen hatte. Also kam ein kleines Rudel runtergezogen. Eindeutig, ich habe das Kalb jetzt rausgenommen. Das lag direkt im Knall. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich mal zum Stück, bergen das zum Hochsitz und dann setzen wir uns wieder hin.
Hinter mir ist der Hochsitz. Weiß nicht, ob man sieht. Ich muss jetzt aufpassen, ich blende mich nämlich jetzt hier so mit dem Licht, dass ich nicht hier in so einen Graben reinfall, weil ich weiß, hier ist auf jeden Fall einer. Hier wird auf jeden Fall ordentlich gebrochen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier ein bisschen heller. Wahnsinn. Und zwar alles frisch. So, hinter dem Gebrochenen, weiter da oben, müsste es sein. Ah, da sehe ich eine Reflexion. Da haben wir es. Beim Stück angekommen, sauberer Treffer, direkt hinterm Blatt und lag im Knall. Ein Sika-Kalb, genau hinter dem wir her waren. Wir haben alles richtig gemacht, im letzten Licht. Wahnsinn. Aber jetzt bergen wir das Stück erstmal. So, das Stück ist geborgen. Jetzt machen wir uns noch ganz kurz auf die Suche nach einem bruchgerichteten letzten Bissen für das Stück. Bis gleich. So. Für mich, wie gesagt, immer wichtig, um nochmal den Respekt zu zeigen und die Dankbarkeit zu zeigen dem Wild gegenüber. Ich bin ein bisschen außer Puste. Sie sind doch schwerer, als man denkt. So, das Stück ist auf jeden Fall versorgt, beziehungsweise bisher mit letzten Bissen. Nachher wird es ganz versorgt. Wir gehen jetzt wieder zurück auf die Kanzel und schauen mal, ob vielleicht noch Sauen anwechseln. Falls ja, cool. Wenn nicht, sehen wir uns morgen früh beim nächsten Ansatz wieder. Guten Morgen. Wir sind jetzt auf unserem Morgenansatz und ich zeige euch mal die Aussicht. Ebenfalls ein Sitz, auf dem wir letztes Jahr schon saßen. Mit einer Körung davor. Und eine Salzlecke. Und vorher ist auch schon ein Reh, gefolgt von einem Bock, zur Salzlecke gezogen. Richtig cool. Und ich muss mich nochmal korrigieren. Also, wir bejagen doch keine Rehe. Also zumindest hier nicht. Nur Sika-Kalb, Wildschweine. Aber es ist jetzt noch richtig kalt. Es schneit auch leicht, immer wieder, oder so. Schneeregen. Jetzt schauen wir mal, was der Morgen, außer starker Wind, noch so mit sich bringt. Ich habe gerade die zwei Rehe wieder entdeckt. Die ziehen da hinten immer noch ganz, ganz entspannt durch den Wald. Schön. Schauen wir mal, ob noch was anwechselt. Also, wie es ausschaut, kommt nichts mehr, aber das ist nicht schlimm. Wir sehen uns gleich auf dem Abendansitz wieder. So, spontaner Mittagsansitz. Wir haben uns jetzt an Sitz gepirscht und vor mir ist ein Riesenrudel. Deswegen, ich lege die Kamera mal ab und versuche mich zu fokussieren. Der Wahnsinn, ein Riesenrudel. Gucken wir mal, ob wir erstens die Distanz und dann, ob wir ein passendes Stück rausnehmen können.
Also es sind so 150 Meter. Jetzt müssen wir uns mal ein Stück raussuchen. Schauen wir mal. Das ist einfach so verrückt. Das sind so viele. Ein Wahnsinnsanblick. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Naja, gut, wäre vielleicht nach den Kälbern, aber... Wahnsinn. Und mit den Hirschen. Mir fehlen die Worte. So, jetzt muss ich aber mal schauen, ob ich in der ganzen Menge ein einzelnes Kalb gut ansprechen kann. Beziehungsweise eins, wo halt vielleicht ein bisschen nicht so im Geklumpe steht. Natürlich, wir müssen natürlich warten, bis die sich so hinstellen, dass ich einen sauberen Schuss auf ein einzelnes Stück anbringen kann. So, ich habe jetzt glaube ich eins ausgemacht. Jetzt muss es sich nur noch breitstellen. Dahinter ist auch noch. Das ist ein bisschen zu riskant, da ist ein bisschen zu viel. Ich hoffe, das zieht jetzt nach links. Und dann muss es nur noch breit stehen, sobald die dahinter ein bisschen weg sind. Boah, jetzt jagen sich die Hirsche. Wahnsinn. Ah, da hinten ist ein einzelnes. Ich glaube, das ist besser. Da ist auch nichts dahinter. Heißt, der Kugelfang ist sicher. Aber es steht nicht breit. Wir warten so lange, bis es breit steht. Jetzt hat es niedergemacht. Da außen ist ein Kalb dabei. Ja, die... Okay, die ziehen voll auf mich zu. Jetzt lassen wir uns die Zeit und gucken, dass wenn wir eins schön breit haben, dass wir dann schießen.
so. Ganz da vorne liegt. Und die sind jetzt wirklich hier runtergezogen. Und es war schon viel zu nah für meine Kamera. Und waren hier alle. Das war der Wahnsinn. Also ganz verrückt. Wahnsinn. Was heute los? Also das hat sich gelohnt. Am Mittag rauszupirschen. Weil im Wald war ja nichts los. So verrückt. Also das ist echt verrückt. So viel. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass ich gut abgekommen bin. Es war eine fremde Waffe. Und aber ich meine, es liegt da vorne ja. Und abwarten. Sehen wir nachher, wenn wir es bergen, aber vielleicht ziehen die auch nochmal her. Wer weiß. Da hinten ist die Kanzel, von der ich letztes Jahr Weidmannsheil hatte. Da lief es nicht so gut wie dieses Jahr. Da kam am letzten, ich glaube am sechsten Ansitz, kam ein einzelnes Stück. Und das war genau da hinten, wo ich das erlegen konnte. Ein Tier. Richtig cool. Und jetzt ist hier wieder das Riesenrudel. Anders kann man es nicht nennen. Und so Glück mit dem Wetter. Also, besser geht's gerade echt nicht. Wahnsinn. So, wir sind nicht mehr alleine. Wir haben Besuch bekommen. Eine Kuh. Hallo. Also das Wetter spielt echt verrückt. Jetzt war die Sonne da und ist noch so halb da. Und jetzt tut es wieder so leicht schneien. Arschkalt. Zum Glück habe ich meine dicken Klamotten an. Und die halten echt schön warm. Bin ich so froh drum. So, ich musste gerade die Drohne starten, weil da so viele Elstern plötzlich an meinem Stück waren. Dachte ich, jetzt muss ich mal die Drohne hinfliegen, dass die mal wegfliegen. Und das ist auch passiert. Hab sie dann wieder zurückgeholt, hab mich wieder ganz entspannt hingesetzt. Das Rudel ist einfach immer noch dort hinten. Es zieht wieder in meine Richtung. Und dann sind die Kühe plötzlich alle in Bewegung geraten und sind alle zum Stück hingezogen. Stehen jetzt auch so im Kreis um das Stück rum. Schnuppern dran wahrscheinlich, wittern. Ich habe mit dem Jagdherr telefoniert gehabt und der hat gesagt, auf jeden Fall, wir sollen sitzen bleiben, nicht abbaumen, nicht dahin gehen. Die machen schon nichts, sind keine fleischfressenden Kühe. Genau, wir gucken jetzt mal, bald ist auf jeden Fall vorbei, bald bauen wir ab. Und dann schauen wir mal nach dem Stück, ich bin schon echt gespannt. Und bergen das mal her. So, wir sind jetzt beim Stück angekommen und ich bin froh. Passendes Stück, guter Schuss, alles richtig gemacht und es ist gerade brutal. Deswegen laden wir das schnell ein. Ich zeige euch dann nochmal in Ruhe alles. Bergen das jetzt und dann wird es versorgt und dann raus aus diesem Wetter. Also, jetzt müssen wir flüchten. Das Wetter macht nicht mehr mit. Ab ins Auto. So, der Schneesturm war ja brutal. Also der hat uns voll überrascht. Es ist mittlerweile einfach weiß draußen, ganz verrückt.
Wir sind auf jeden Fall jetzt schon in der Kühlung und werden das Stück aus der Decke schlagen, beziehungsweise beide Stücke aus der Decke schlagen und zerwirken. Und jetzt zeige ich euch dann gleich nochmal den Ein- und Ausschuss von den beiden. Und dann geht's ran an die Arbeit. Wir starten mit dem ersten Kalb. Sehen wir hier, war der Einschuss ungefähr hinterm Blatt. Und wenn wir auf die andere Seite gehen, hier hinterm Blatt ebenfalls der Ausschuss. Jetzt hängen wir das erstmal andersrum auf, wiegen es und fangen dann an, das Stück aus der Decke zu schlagen. Gestartet wird einfach erstmal, dass wir die Läufe abtrennen. Mal knicken. Jetzt. Und dann schneiden wir oben die Decke an. Und dann wird einfach die Decke runter vom Stück geschlagen. Und ich mache das jetzt noch und dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise wir machen das, Kumpel und ich. Let's go! Wir haben jetzt das Stück aus dem Schneesturm hier drin und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz den Ein- und Ausschuss. Der Einschuss dürfte in etwa hier sein. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus, damit man es sieht. So, nochmal. Hier ist der Einschuss. Wieder direkt hinterm Blatt. Und der Ausschuss, ja, etwas tiefer, der ist hier. Weil es war ja so nah und dann ging es von oben leicht schräg durch, auch hinterm Blatt. Aber jetzt schlagen wir das erstmal auch noch aus der Decke, zerwirken es noch grob und dann haben wir einen Feierabend verdient. Die Stücke sind versorgt. Beim zweiten sah es ein bisschen schlechter aus. Die 3006, die Leihwaffe, hatte einfach ein bisschen mehr Bums. Da musste man leider ein bisschen improvisieren, ein bisschen mehr wegschneiden. Aber Blätter, Keulen, Rücken sehen soweit gut aus. Leider die Rippen nicht ganz so, aber ist nun mal so. Das haben wir jetzt grob abgeschärft. Zu Hause geht es dann auf jeden Fall weiter mit dem feinen Zerwirken. Aber wir sehen uns jetzt spätestens bei mir in der Küche, wie immer, wo wir ein Stück von dem erlegten Wild zubereiten werden. Bis gleich. Bei mir in der Küche angekommen, das Fleisch ist alles versorgt und wir waren tatsächlich noch mal einen Morgen draußen. Das war so cool. Alles weiß, ein wunderschöner Morgenansitz, aber seht selbst. Genau, das war einfach ein wunderschöner Morgen. Leider kein jagdlicher Erfolg, aber dafür Anblick ohne Ende und das ist ja auch immer schön. Jetzt kommen wir aber zum leckeren Teil vom Video. Und zwar werden wir natürlich heute ein Stück von dem erlegten Sika zubereiten. Und zwar habe ich gestern schon angefangen, wir werden heute Pulled Sika Tacos machen. Let's go!
Das Essen ist angerichtet und ich freue mich schon. Ich bin richtig gespannt. Hab's auch zum ersten Mal gemacht. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Mhm. Also schmeckt richtig gut. Es ist ein bisschen schwerer zu essen, weil es ein bisschen bröselt. Ich muss mir gleich mal einen richtigen Teller holen. Aber es schmeckt gut. Ist mal wieder was anderes. Ich freue mich auf jeden Fall gleich, die zwei Dinger und den Rest mit Freunden noch zu teilen und aufzuessen. Bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wie immer, wir sehen uns in einem nächsten Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut und wart mein Teil.